schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und zwar zum versprochenen Heidi Haul. Haltet euch fest, es wird eine ganze Menge Make-up, das ist richtig krass. Und zwar alles von Catrice und Essence. Ich habe ja schon mal dieses Catrice Full Face Make-up letztens geschminkt. Schaut da gerne rein, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ansonsten legen wir direkt los, weil sonst wird es hier endlos lang. Und es gibt nur Make-up, das ist so krass. Ich überlege gerade, ich glaube, ich fange mit Essence an, weil ich mich da selber einfach so überraschen lassen möchte. Ich habe es nämlich noch gar nicht ausgepackt. Und zwar habe ich mir schon gedacht beim Postboten gerade, das ist aber schwer, das Paket. Total süß. Die ganzen Produkte bekommt ihr übrigens bei Heidi Surprise im Shop. Kommt da auf jeden Fall rein. Ich verlinke es euch in der Infobox. Da bekommt ihr zum Beispiel Limited Editions, die ausverkauft sind, die euch aber total gut gefallen haben. Oder auch so Sachen, die einfach aus dem Sortiment raus sind, die ihr aber total gerne benutzt. Und ihr bekommt sie ganz bestimmt bei Heidi. Och, wie süß. Das werden ja immer mehr Nutzer. Sie packt immer was für meine Kinder mit ein. Dann hat sie hier alle so Traubenzucker-Lutscher mit eingepackt. Da freuen die sich auf jeden Fall. Und dann sehe ich hier gerade noch so ein Goodie, und zwar von Trackle Moon. Oh, die liebe ich ja, ne? Und ich liebe auch Badesalz. Und ich glaube, das hat sie wahrscheinlich schon in einem meiner DM-Hauls gesehen. Und zwar ist das ein Denkpause-Badeschaum mit Chai, Mimosa und Sherry. Den hat sie mir noch oben drauf gelegt. Ich muss da unbedingt dann schnuppern. Oh, der riecht richtig gut. Der riecht aber auch sehr pfirsichmäßig. Oder nee, doch, ist eher Kirsche. Oh, ich liebe das. Werde ich auf jeden Fall diese Woche noch austesten. So, dann geht es hier schon los. Ich packe das immer noch mal extra ein, damit auch nichts kaputt geht. Und dann fangen wir mal mit diesem Tütchen hier an. Wie gesagt, jetzt kommt erstmal alles von Essence. Ein komplettes Sortiment fürs Gesicht. Und dann fangen wir direkt mal an mit diesen Color Correcting Sticks. Da hat sie mir drei eingepackt. In lila, gelb und ja, so ein Beige-Ton. So sehen die aus. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich color correcte ehrlich gesagt fast nie. Manchmal, wenn ich keine Lust habe, dass jemand hier meinen Storchenbiss sieht, weil nicht, dass ich mich dafür schäme oder so, ich habe es mein ganzes Leben, aber ich werde halt wirklich mindestens ein, zwei Mal die Woche darauf angesprochen, ob das denn ein Knutschfleck ist. Ich frage mich immer, wer hat so einen großen Mund, um so einen Knutschfleck zu machen? Falls jemand so einen großen Mund hat, sagt mir bitte. Die finde ich auf jeden Fall schon mal mega cool und werde die auf jeden Fall austesten. Dann habe ich hier von Coast & Chill, ach, das war auch so eine LE, weiß ich noch, ein Make-up Lightening Drops. Das finde ich mega, weil ich habe nur Darkening Drops. Das heißt, ich kann jetzt auch dunkle Make-ups aufhellen. Finde ich sehr, sehr gut. Und da war dann aber auch noch so ein bronzefarbener Liquid Eyeliner drin. So sieht der aus. Finde ich auch mal sehr spannend, solche Produkte. Jetzt liegt hier so ein Einzelnes drin, und zwar ein Metal Chrome Blush. Okay, das ist jetzt echt keine Blushfarbe, finde ich, aber finde ich sehr, sehr spannend. Hätte ich jetzt echt als Highlighter einfach so eingeschätzt. Ich gehe da mal so vorsichtig rein. Ah nee, das ist doch wirklich ganz dezent. Ist schon goldig. Also als Blush hätte ich das jetzt echt nicht, weiß nicht, ob ihr es überhaupt erkennen könnt hier, eingesetzt. Aber finde ich auf jeden Fall spannend. My name is Gold Rosé Gold Metal Chrome Shades. Infused with superfine reflective pigments. Sollen einen healthy glow erschaffen. Finde ich sehr spannend auf jeden Fall. So, als nächstes habe ich hier wieder so ein Tütchen. Das sind meine Akku war leer. So, jetzt geht's weiter. Und zwar ein Refreshing Body Mist von Essence. Ich hätte jetzt eher gedacht, es wäre ein Fixing Spray. Aber da schnuppern wir doch direkt mal dran, würde ich sagen. Oh ja, riecht sehr sommerlich. So ein bisschen, aber auch wie dieser typische Kosmetikgeruch, keine Ahnung. Prime and Last Daily Diaries habe ich auch noch im Kopf, die LE. Und zwar sind das Color Balance Primer Drops. Gleichen Rötungen aus und sorgen für ein ebenmäßiges Hautbild. Ich vermute, dass man das mit in den Primer gibt, würde ich jetzt fast sagen. Oder ob man das jetzt als Primer selbst benutzt. Ich hoffe, der fokussiert jetzt hier mal. Ich bin ja immer noch nicht so firm mit meinem neuen Objektiv, muss ich sagen. Ne? Katastrophe. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Schönes. Oh, das ist sehr gut eingepackt hier. Ah, die habe ich tatsächlich schon. Und zwar ist das die Made to Sparkle Essence. Ja, so ein Quattro ist das. Als Highlighter kann man den benutzen. Und da ich den schon habe, möchte ich den auf jeden Fall an jemanden von euch weitergeben. Ich weiß jetzt gerade noch nicht. Ich glaube, ich mache mal bei Instagram eine Verlosung. Guckt auch da gerne bei mir in die Infobox. Dann findet ihr den Link dazu. Und da wird es auf jeden Fall ein bisschen was
zusammengesuchtes von mir ein großes Beauty-Paket geben. Die gab es auf der Glow damals, weiß ich noch, auf der ersten Glow, wo ich war. Wo war das? In Dortmund. Jetzt sind wir ja bald in Stuttgart auf der Glow und ich freue mich mega. Sehe ich jemanden von euch eigentlich da? Das wäre super cool, finde ich. Als nächstes haben wir ein Illuminating Primer Gel. Finde ich auch sehr interessant. Illuminating finde ich immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir mega. Und dann haben wir hier ein Glow Setting Powder. Das finde ich ja spannend. Cool. Sowas wollte ich immer schon mal ausprobieren. Oder Angel Powder nennen die sich manchmal. Ich sehe gerade drei so geile Paletten, Leute. Aber wir machen erstmal mit dem kleinen Kram weiter, sagen wir es mal so, weil die sind einfach riesig. Ein Mattifying Fixing Powder. Das war aus dieser, keine Ahnung, Unisex-Reihe. Oder wie nannte die? Ich weiß nicht, wie die sich nannte. Die war auf jeden Fall für Boys und Girls. Das ist halt ein ganz normales Kompaktpuder mit einem Schwämmchen drin. Dann haben wir hier ein Wanted Sunset Dreamers, ein Marble Lipstick. So sieht der aus. Den finde ich aber auch voll schön von der Farbe her. Aber es wird auf jeden Fall einen anderen Look diesmal geben, denn ich kann ja jetzt nicht schon wieder Anila-Lippen tragen, oder? Was meint ihr? Dann habe ich ein Adventure Away, das war auch vor kurzem eine LE. Krasser Ton auf jeden Fall. So ein Mondrot. Mal, was ich so mache. Aber ich habe halt, wie gesagt, hier auch noch was Cooles drin entdeckt. Dann habe ich ein Essence Soft Touch Mousse Make-up. Das wollte ich immer schon mal ausprobieren, weil ich habe dieses von Catrice getestet, hier in dem Video übrigens, was ich euch jetzt hier nicht mehr verlinken kann, weil ich es euch am Anfang verlinkt habe. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Das wäre natürlich ein Tacken günstiger als von Catrice nochmal. Für alle, die so ein bisschen sparen müssen, ein bisschen gucken müssen, ne? Kisses from Italy, so Mini-Lipsticks, die finde ich auch mega süß einfach. Richtig cool. Und auch aus derselben LE ein Dewy to Go Stick Aqua Look. Und den wollte ich mir damals tatsächlich kaufen, der war ausverkauft bei uns. Finde ich richtig, richtig cool. Mega. Ah, der sieht so schön aus. Erkennt ihr das? Ansonsten seht ihr es auf jeden Fall in meinem Essence Full Face Make-up, dass es halt so ein bisschen shiny ist. Finde ich jetzt im Sommer richtig cool auf jeden Fall, weil hier ist noch so viel drin. Wahnsinn. Wir machen weiter. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Mascara, würde ich sagen. Gar nicht wahr ist es nicht. Das sieht aber aus wie eine Mascara. Und zwar ist es ein Velvet Metallic Liquid Lipstick. Hättet ihr jetzt nicht auch gedacht, das wäre eine Mascara? Also das finde ich ja krass. Das muss ich auspacken. Wie sieht der denn aus? Ah, braun. Okay, so ein richtiger Liquid Lipstick halt. Hätte ich jetzt echt gedacht, wäre eine Mascara. Krass. Und den Wanted Sunset Dreamers Velvet Brow Pencil. Auch den wollte ich damals ausprobieren, aber dann habe ich mich für einen anderen Augenbrauenstift entschieden. Deswegen hatte ich den damals nicht mitgenommen. Und hier ist auch nochmal so ein Liquid Lipstick, genau der gleiche, der auch aussieht wie ein Mascara. Voll geil. ein Lash and Brow Gel Mascara. Das war auch aus dieser Boys Girls Kollektion. Und dann habe ich hier ein paar Lip Liner, kann man immer gebrauchen. Ich trage auch oft gerne nur Lip Liner, jetzt in diesem, ja, mit diesem Ombre-Trend einfach. Außen ein bisschen heller und innen halt ein bisschen, genau andersrum, außen dunkler, innen heller, so. Und dann habe ich hier einmal einen Long Lasting Eye Pencil. Und was sind das? Das ist ein Lip Liner. Hier habe ich nochmal Eye Pencil, dann sortiere ich das einmal ein bisschen kurz. Das sind die Eye Pencils. Einmal cool für die Wasserlinien hell und einen dunklen halt auch noch. Dann habe ich hier noch einen Lip Liner. Die Farbe finde ich auch mega. So brombeermäßig. Und jetzt verstehe ich hier gerade nicht, wofür diese Bürstchen sind. Das sind Eyebrow Designer, aber in rosa und in grau. Okay, ich bin echt mega gespannt. Wer hat denn rosa und graue Augenbrauen? Wahrscheinlich ich in nächster Zeit. Finde ich echt witzig auf jeden Fall. Habe ich noch nie gesehen. Hammer. Dann haben wir hier den Lip Cushion von Catrice. Das ist ein With Integrated Soft Sponge Applikator. Was ist das? Lip Cushion, was soll das sein? Ich verstehe es nicht. Ach so, ach guck mal, der erinnert mich total an den LOV, sag mal schnell, Concealer mit so einem kleinen Schwämmchen oben drauf. Mega cool, finde ich gut. Was haben wir hier noch? Okay, sind ganz viele. Ach, auch wieder Kisses from Italy. Und diesmal ist es echt eine Mascara für volle
lange geschwungene Wimpern. Ich liebe ja die Mascaras von Essence, also ich kaufe die eigentlich immer nach. Jetzt habe ich in letzter Zeit natürlich viel zugeschickt bekommen, beziehungsweise auch viel gekauft, noch mal anderes zum Testen, aber sonst kaufe ich mir die tatsächlich immer. Was haben wir denn hier interessant? Ein Glow Multi-Use Liquid Highlighter, so sieht das Schätzchen aus, finde ich auch sehr spannend. Und jetzt kommen wir zu den Paletten, denn ich habe drei an der Zahl. Ich habe mich ja schon am Anfang gewundert, warum dieses Paket so schwer ist, jetzt wisst ihr es. Und zwar nennen die sich Create and Transform und ich kenne die echt überhaupt nicht. Finde ich super spannend. Und da haben wir einmal eine Face-Palette, eine Augenpalette und eine Lippenpalette. Ich fange mal mit den Lippen an. Ach krass. Guckt euch das mal an, wie viele Farben da drin sind. Oh mein Gott, da kann man so schöne Looks draus schminken. Wie cool ist das denn? Man hat ein Lipbalm bei, man hat sogar so eine Mixzone hierbei. Wie cool. So ein Applikator, womit man das so rausnehmen kann. Und hat metallische Tropfen. Boah, das muss ich unbedingt testen. Sehr geil, freue ich mich drüber. Dann gucken wir uns mal die Face-Palette an. Und zwar haben wir hier Dewy, Highlighter, Powderlighter. Wir haben Blushes, wir haben Transformer, was auch immer das ist. Wahrscheinlich kann man die so mit reinmixen, damit man manches ein bisschen schimmerig machen kann. Und wir haben Contouring und Bronzer. Wie cool, mega. Kenne ich die nicht? Vielleicht hatte mein DM die nicht? Keine Ahnung, ich finde die auf jeden Fall richtig geil. Oh, die Eyeshadows sind auch mega schön. Die erinnert mich so ein bisschen an die Sleek Palette. Ich verlinke euch mal das Video, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet. Auch ganz, ganz schöne, softe Töne, aber auch ein bisschen was Dunkles, Schimmeres und Schimmeriges. Aber auch matte Töne bei. Sehr, sehr schön. Aber jetzt kommt natürlich noch das prall gefüllte, ich kann es nicht weiter kippen, sonst fällt alles raus, Catrice Paket. Und zwar zeige ich euch da auch alle Produkte. Das sind eine Menge mehr, als ihr im Fullface Video gesehen habt. Und zwar fangen wir mal damit an, was ihr in dem Video gesehen habt. Einmal das Extreme Blur Powder und das ist echt eins meiner Lieblingspowder, Puder im Moment, weil das so fein ist und das macht eine ganz, ganz tolle Haut. Müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Dann war das diese Lip Powder Palette. Die habe ich auch benutzt für mein Augen-Make-up. Die fand ich auch mega schön von den Tönen einfach. Das ist echt der Hammer. Wir hatten einmal die Metals. Das sind so kleine Lipsticks. Voll süß irgendwie, wenn man für die Reise so Umbrellips schminken möchte oder so. Man hat alles so irgendwie mit drin. Finde ich richtig, richtig geil. Wir haben den Rock Couture Mascara. Guckt ins Video, der ist Hammer. Der ist richtig Hammer. Genauso wie dieses Augenbrauen-Set mit diesem Schimmer-Augenbrauen-Puder, was ich einfach in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Ich dachte, ich kenne schon alles, aber das war echt heavy. Wir haben hier diesen Bouncy Highlighter. Guckt euch das mal an. Der typische Beauty-Blogger-Handgriff, ne? Und dann hatten wir hier so einen Contour-Blush. Ich verrate nicht zu viel, guckt euch einfach das Video selber an. Hier eine Palette zum Bronzen. Die Filter in a Box Palette, die finde ich auch sehr nice, muss ich sagen. Wenn du so alles dabei hast, finde ich immer richtig praktisch. Und der ist natürlich auch schon benutzt, wie ihr seht, dadurch, dass ich das Video schon geschminkt habe. Und zwar ist das ein Catrice Pinsel. Welcher das genau ist, ist es der Blush Flush. Dann hatten wir hier, ach, das habe ich noch gar nicht benutzt, Dewy Drops. So sieht das Ganze aus. Finde ich auch mal sehr interessant. Der ist so cool. Ich weiß gar nicht, warum ich das in dem Video nicht benutzt habe. Und zwar ist das ein Strobing Illuminizer, aber in schwarz. Da denkst du, du packst du doch jetzt kein Schwarz auf aufs Gesicht. Aber ihr seht das, also es kommt, Moment, ich muss, schwarz raus. Aber wenn ich das verreibe, wird es einfach hautfarben. Das ist so krass, ne? Und dann habt ihr einfach nur so einen Schimmer. Zauberei! Als nächstes ist hier eine Spectra Light, ein Eyeshadow Glow Kit. Ich hätte jetzt eher an Highlighter gedacht, aber es soll halt Eyeshadow sein. Finde ich mega interessant. Und den habe ich natürlich auch im Video benutzt. Und zwar ist das so ein braun Highlighter. Dann habe ich davon zwei, glaube ich, hier drin. Drei sogar. Und zwar sind das Lip Powders. So sehen die aus.
Finde ich auch sehr, sehr cool. Habe ich tatsächlich echt nicht benutzt. Das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar sieht das erstmal aus wie so ein Liquid Lipstick. Und wenn ihr das dann drauf gebt, soll das wohl wie so eine pudrige Textur werden. Gucken wir uns das mal an. Wir lassen es einfach mal kurz ein bisschen trocknen, würde ich sagen. Also noch ist es flüssig. Und den fand ich so schön. Guckt mal, der ist von David Tomaszewski. Es ist so ein Dreieck. Tüdüt. Ich habe ihn noch gefangen. Und dann kommt da auch so ein dreieckiger, ja wie so ein, keine Ahnung, das ist wie so ein Topper, würde ich sagen. Der lässt euch so einen richtig schönen, irisierenden Glow da. Egal wofür, würde ich sagen. Also es ist, glaube ich, eher für die Lippen gemacht. Ja, aber ich habe es auch schon auf dem Eyeshadow mal ausprobiert. Dann sind hier so Blotting Papers all matt drin. Habe ich tatsächlich seit meiner Pubertät, in der ich Last mit Pickeln hatte, nicht viel, aber ein bisschen, nicht mehr verwendet, muss ich sagen. Finde ich super zum Feiern, wenn man echt so ein bisschen schwitzelig ist oder so und echt tanzt oder so, ist sowas echt praktisch. Davon hatte ich auch zwei, davon habe ich einen im Video benutzt und zwar den lilafarbenen. Da haben wir aber hier auch nochmal so einen Brombeerton. Das sind die, wie heißen die denn? Prismachrome Lipsticks. Fand ich sehr schön, muss ich sagen, wirklich. Ich finde, Catrice macht sowieso so geile Sachen. Das habe ich noch gar nicht probiert, weil ich das andere Make-up ja da testen wollte, halt dieses, was so Asam Beauty-mäßig ist. Das ist das 24-Stunden Made-to-Stay-Make-up und ich bin sau gespannt, weil das sieht sehr aus wie dieses alte Foto-Finish. Wer kennt es noch? Das wird das beste Make-up. Alle sagen irgendwie, dieses HD wäre das neue Foto-Finish, finde ich aber irgendwie überhaupt nicht. Kann man gar nicht vergleichen. Hier haben wir eine Instant Glam Eyeshadow-Palette. So sieht die aus. Finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Und auch den habe ich wieder im Video benutzt und das ist so ein, ja, so ein Perlmutt, ganz leicht rosa gefärbter Eyeliner. Dann hatten wir hier ein Prime and Fine Nude Glow Primer. Den fand ich auch super interessant, weil der halt wirklich schon so ein bisschen vorfärbt. Und als letztes, das habe ich auch noch nicht benutzt, ist der Liquid Luminizer Strobing Pan. So sieht der aus. Und den machen wir doch mal. Achso, der muss erstmal rausgefahren werden. Das ist so ein Bürstchen. Und dann kommt es halt, wenn ihr das dreht, oben raus. So, das war's von meinem Heidi Haul. Das Essence-Video geht natürlich auch noch online. Das muss ich aber erst noch mal schminken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Guckt bei der lieben Heidi ein und rein. Keine Ahnung. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Hier sind zwei neue Videos von mir. Ein Abo-Knöpfchen, falls ihr noch kein Abonnent sein solltet von mir. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.